immer wieder kommt die Frage auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Race und der Race Flat? Sicherlich könnte ich jetzt ein Bild machen, aber ich denke, in einem Video ist einfach schnell erklärt. Die Race ist die erste Platte, die wir bisher hatten. Das heißt, die hat abgerundete Stege. Und wir haben uns dann überlegt, was können wir denn neu machen, dass das Knien angenehmer ist. Deswegen haben wir die Race Flat kreiert, die im Motorsportbereich ziemlich oft verwendet wird. Das heißt, ich habe hier bei der Race eigentlich nur eins, abgerundete Stege. Und hier bei der Race Flat abgeflachte Stege, daher auch der Name Flat. Vom Design her sind die sich total ähnlich. Das heißt, es ist gleich aufgebaut, nur kommt es durch die runde Stege etwas besser zur Geltung als bei den flachen Stegen. Das ist im Prinzip der ganze Unterschied. Sprich, wenn ich auch in der Werkstatt bin und mir fällt eine Schraube zum Beispiel runter, tut die sich gern zwischen den Stegen hier sammeln. Das heißt, ich muss die rauspulen. Bei dem Boden habe ich das Problem nicht. Durch das Abgeflachte kann da nichts drin liegen bleiben groß. Also habe ich ein ganz easyhaftes Rausholen. Das ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen den zwei Sachen. Oder wenn ich auch mit einem Rollcontainer bzw. mit einem Werkzeugkasten drüber fahren muss, der Rollen hat, ist es dort halt besser bei dem abgeflachten Boden. Das ist der Unterschied zwischen der Race und der Race Flat. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Bis dann, macht's gut. Ciao.